Oh, 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 was war das denn gerade eben? Weil er so ein Hurensohn ist, der sagt, die Gegner cheaten, da mache ich auch an. Das sind die Leute, die mehrfach überfahren werden sollten, eigentlich. Wenn man es einfach mal realistisch sieht, ne? Ist klar. Guck mich an, wie er aimt. Bitte guck mich so niedrig. Mann, hör auf den Boden zu gucken jetzt. Das 2, wir werden dich vermissen. Tschüss Tür, tschüss Rohr und tschüss brennendes Auto. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren Cheater-Weg-Ficken-Video. Schaut euch mal diesen Penis an. Also bis jetzt ist noch nichts Verdächtiges, aber wir gucken mal rein. Da steht der Wal. Wir schauen mal, was er mit dem Wal treibt. Oh, 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 was war das denn gerade eben? Wo hat er denn gerade hingeaimt auf der Treppe? Der hat man doch nicht gesehen. Hat der Walhack an, heißt das so ein... Guck mal, guck mal, guck mal. Okay, jetzt gucken wir mal ganz genau, wo er jetzt hin aimt und guckt und so. Er hat den gerade eben schon wieder so kurz angeaimt. Guck mal. Okay, mal gucken, ob er den von hinten jetzt erwartet. Da hinten kommt nämlich einer. Ajo! Verschissener Wallhacker! Hat er zusätzlich noch ein Aimbot an? Lass mich mal kurz ein bisschen langsamer machen. Ich muss sehen, wie er auf die Herz zielt. Gut, hier jetzt nicht, aber Silent Trigger Wurst Kartoffel Bot, da weiß man ja nie. Mhm, okay. Ich bin übrigens gerade völlig überwältigt. Ich habe ja einen neuen Bildschirm und die Farben hier sind richtig krass. Jetzt im krassen Vergleich sehe ich, dass auf meinem alten Bildschirm die Farben wie mit einem Blaufilter überlegt waren und vielleicht auch ein bisschen starken Kontrast haben. Oh, und da kommt er rein! Ich würde da sogar fast einen Aimbot vermuten, weil er, also einer der Aimbots, weil er so hochzuckelt am Schluss auf den Kopf. Das ist eigentlich unnormal, oder? Das ist Fadenkreuz. Also ich meine, es kann mal passieren. Klar, ich weiß. Es kann so viel mal passieren. Und ich bin ja immer der Letzte, der von einem Aimbot spricht. Aber möglicherweise bin ich jetzt einfach mal so wie einige von euch. Und vermute ja mal etwas früher schon den Warlock. Naja, also wenn er den jetzt in der Smoke abknallt, nee, macht er nicht. Aha. Das Spiel wirkt komplett anders, ne, mit dem neuen Bildschirm hier. So ganz, so richtig greifbar irgendwie. Viel greifbarer als sonst. Mal gucken, was er jetzt mit dem letzten macht. Pass mal auf. Ah, schade. Ich freue mich schon sehr auf den Stream heute Abend. Ihr wisst ja, 19.30 Uhr geht's wieder los. Streamdaten sind hier unten in der Beschreibung verlinkt. Ich bin gespannt, wie ich mit diesem neuen Bildschirm spiele. Und ich muss an der Stelle erwähnen, er aimt wie ein Bock. Er aimt dann nur auf den Boden die ganze Zeit, wenn er läuft. Sieht voll widerlich aus. Zum Zuschauen ist es voll unangenehm. In Palace hat man gesehen, er aimt einfach komplett auf den Boden. Damit er halt schon tiefer schauen kann, ne? Um die Leute zu sehen auf A und auf CT und sowas. Das ist ein richtiger Pisser. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, wow. Also einer ist noch bei The City Stairs und der andere bei Connector, okay. Er weiß natürlich, wo sie sind. Okay, gut. Der Wal ist tot. Ihr habt mir geraten, dass ich dieses Menü ausschalten soll. Dieses durch die Wand gucken, um eben den Wallhack, den Aimbot besser zu erkennen. Ich habe es jetzt mal ausgeschaltet. Das ist ja eher so für Wallhack, diese Geschichte. Und so kann ich jetzt eben mich wirklich genau auf das Fadenkreuz fokussieren und gucken, wo er hin aimt. Guck mal, wie tief er aimt. Es tut weh beim Zugucken. Spiele ich auch so krass? Nee, oder? Bitte nicht. Sagt jetzt bitte nicht ja. So sieht's gar nicht schlimm aus, wenn man eben so zuguckt, weil man ja selbst nicht weiß, wo er steht. Oh, daneben geschossen. Du Backe! Und er fragt da sogar noch und verbrennt. So, was treibt er denn jetzt hier? Also, er hat wieder einen auf bei sich oben stehen, rechts, glaube ich. Oder unten steht er. Ah, der steht unten, okay. Jungle ist auch einer. Oh, der steht doch da oben. Okay, das war, naja. Also, was soll ich dazu sagen? So, da kommt jetzt gleich noch einer von CT, der andere möglicherweise von Short. Also, höchstwahrscheinlich von Short. Schaut euch mal die Gesamtspielstats an. Der muss dann erst später angeschaltet haben, ne? Entweder ist es einfach ein Opfer-Opfer, weil er ein Cheater ist. Oder ist es ein Opfer-Opfer-Ultra-Opfer, weil er so ein Hurensohn ist, der sagt, die Gegner cheaten, da mache ich auch an. Das sind die Leute, die mehrfach überfahren werden sollten, eigentlich. Wenn man es einfach mal realistisch sieht, ne? Ist klar. Guckt euch an, wie er aimt. Bitte guckt nicht so niedrig. Mann, guck auf den Boden zu gucken jetzt. Ja, nice, dude. Okay, das sah jetzt... Ich finde es echt schwierig mit dem Aimbot. Der war auf jeden Fall clear. Jetzt gucken wir mal uns diesen Firefight an. Ja, normal, oder? Oder ist er gegen Ende sogar noch ein Stück hochgerutscht? Pass auf, es ist noch einer hinten bei T. Da hinten schlappt er rum. Vielleicht unser Monsieur Wallhack hat ihn noch gar nicht erspäht. Und jetzt hat er ihn gesehen. So ein Arschloch. Ich denke, der City ist jetzt wahrscheinlich gerade mit seinen Mates am Schreiben und sagt sowas wie, hey Leute, ich stelle mich jetzt hier hin, mal gucken, ob mich der Cheater holt. Wenn ja, hat er Wallhack und so, weißt du? Aber er fällt leider nicht drauf rein. Er ist halt einfach behindert. Daran wird es liegen. Ach, da kommt er. Ah, schade. Okay, die Jungs machen einen A-Stack, also die Cities. Er hat sie jetzt schon alle gesehen durch die Wand. So, Achtung, jetzt könnte er möglicherweise daneben schießen. Er ist echt ein Hurensohn, wie er im Buche steht. Er ist schlecht und cheatet dann deswegen oder unglaublich. Unbelievable. Mit Aimbot bin ich mir wieder nicht sicher. Das sackt jetzt ein bisschen, ich weiß. Und vor allem waren am Anfang so 1,5 Kills, ja, dabei, die so ein bisschen nach Aimbot aussahen. Aber da ich mir meine Overwatch-Score nicht verscheißen will, will ich doch... Oh, die diffusen die Bombe. Die werden doch jetzt nicht die Bombe durchdiffusen. Ah, okay. Ich will meine Score nicht versauen, deswegen werde ich jetzt nicht auf Aimbot plädieren, weil ich da einfach nach wie vor nicht genug gesehen habe. Also für mein Empfinden. Einige von euch scheinen jetzt wahrscheinlich wieder... Da hat Aimbot gehabt die ganze Zeit!
Seine Mutter auch! Dann sage ich euch eins, Jungs und Mädels. Sorry, ich habe es nicht erkannt. Ich bin so schlecht mit den Augen unterwegs, ne? Ich muss mehr Karotten essen. Ich habe hier so geile Dinger. Oh. Fucking delicious, dude. Das ist so delicious. Ich habe hier so Anis-Fruchtgummis. Oh Gott, ist das geil. Gut, das werden wir ihm drücken. Damit muss er jetzt erstmal leben, der Ficker. What? Es gibt CSGO-Kondome. Tja, für die Eltern des Cheaters von gerade eben war es jetzt ein bisschen spät mit den CSGO-Kondomen, ne, Leute? Aber vielleicht können sie ihrem Sohn einen neuen Nametag anheften mit Sergeant Hurensohn auf dem Nametag drauf. Was gibt's noch gerade so im Angebot? Kisten, Kisten, Kisten. Kisten. Unglaublich, so viele Kisten. Ashes to ashes, dust to dust. Oh, das 2 wurde aus dem Map-Pool rausgenommen, aus dem offiziellen Liga-Map-Pool. Endlich mal eine gute Entscheidung. Ne, Quatsch. Also das 2 ist auf keinen Fall jetzt eine schlechte Map oder sowas. Ich weiß nicht. Was machen sie denn? Wursteln sie dann rum oder was? Im nächsten CSGO-Major wird das replaced oder gefeatured. Das 2, wir werden dich vermissen. Tschüss Tür, tschüss Rohr und tschüss brennendes Auto. Tschüss, meine lieben das 2-Kollegen. Wir sehen uns. Macht es gut. Macht es alle gut. Ich werde euch alle heftig vermissen. Vor allem dich. Du warst immer so schön zu mir. Du willst mich angucken. Du bist doch ein gemeiner Gegner. Hoch, zur Seite, häng. Er stirbt nicht. Ach, wenn es doch so einfach wäre im Spiel. Und vor allem tschüss Reifen, gell? Oh, wir lieben dich so sehr. Tja, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Was treibe ich hier? Shake that motherfucking snitch. Fucking delicious.